und herzlich willkommen zu einer weiteren LD-Beschwörungsrunde mit mir und Summoners War Chronicles. So, mit dem Soma-Account. Ja, ich bin voll entblüfft. Es wird spannend ohne Ende, weil es gibt ein Safe LD5. Hier haben wir 3 Stück. Und somit bekommen wir die 5er-Rolle. Das ist super. Auch wenn wir hier vielleicht noch einen bekommen. Wir haben 90 normale Rollen. Die öffnen wir jetzt. Und wir schnackeln nicht so lange. Wir fangen jetzt an. Ich habe jetzt wieder nicht nachgeguckt, wie viele Dias hier sind. Wir werden das Obtain machen wir jetzt immer zum Schluss. Ne? Ihr habt das im letzten Video gesehen. Das ist besser, wenn ich es zum Schluss mache. Dann kann ich nämlich danach einfach ausmachen und habe meine Ruhe. Wenn es ärgerlich war. Ah, hier fehlt immer es tatsächlich. Ich finde, hier fehlt eine 10er-Beschwörung. Weil es ist echt armselig und abmühlig hier. Da kann man auch, hat man einen Überblick, ob es 10 Dreier waren oder ob doch ein paar Vierer mit zwischen waren. Es ist einfach echt, puh, diese ganzen Scrolls immer durchzuhacken. 90 hat er gehabt, ne? Ja. So, der Lich King. Lichi, Lichi, King, King. Oh, der ist neu. Okay. Ah ja, er hatte zu dem Zeitpunkt nicht gespielt, wo dieser andere, der Garten nicht, was vor dem Garten war, noch da war. Da hat man den ja auch gekriegt. Mhm. Okay. Ich weiß gar nicht. Also wünschen tun wir uns hier auf den Account eigentlich nicht so. Aber wir haben einfach Spaß daran zu öffnen. Und mir ist nur wichtig, dass es was Neues ist. Was es ist, ist mir ist auch egal. Ich sehe, wir haben einen ungebetenen Gast. Ah, Sean. Ah, süß. Ja, der ist total kawaii. Würde ich auch in dieser Optik lassen. Okay, das nach 20 Rollen. Okay, das ist krass. Schaden, super. Ich habe Schaden auch auf meinem Main. Muss leider aber dazu sagen, ich habe ihn gebaut. Ich habe ihn auch voll erweckt. Aber irgendwie werde ich nicht warm mit Schaden. Ich bin auch teils am Überlegen, ob ich die wieder zu allgemein mit den ganzen Chimären. Ich, ja. Mir fehlt da so. Also, die könnten ruhig ein bisschen besser gemacht werden. Also, ich fand die an sich in Sky Arena einfach besser. So. Da habe ich schon mal ein LD. Ja, das ist nice. So, die Vierer zählen wir jetzt schon gar nicht mehr, weil die sind sowas von egal. Ich weiß halt auch gar nicht so, was er hier jetzt noch, ja, was er bräuchte. Also, so richtig geil wären halt so eine Game Changer irgendwie. Ja, ich weiß auch gar nicht was. So Kamija zum Beispiel, er ist ja eher ein PvE-Spieler. Kamija wäre ein tolles PvE-Monster. Ja, wäre noch gut. So sind so viele so gut, aber ich habe jetzt gar keinen auf dem Schirm. Die meisten sind halt echt für PvP und das ist das halt, ne? Das ist halt eher ein PvE-Account als ein PvP. Und es soll jeder auch spielen, dieses Spiel, wie er will. Und ja.
So. Also wir bekommen bald unsere erste 4 bis 5er, bald, ja, ist noch ein bisschen hin, aber die bekommen wir. Vagabund ist auch neu. Ich bin ein bisschen schockt. Okay, ich bin schockt. Ja, okay. Ist auf jeden Fall einer der Vierer, die ich auch gerne und oft spiele. Huch. Also nee, wenn er eines Tages hier so viele gut gezogen hat, nee, dann, ja, ich glaube, dann muss ich mit ihm Account tauschen. Deswegen baue ich den Account nämlich gut. Ich glaube, das wäre ihm nämlich egal. Hauptsache, der spielt und der spielt. Nein, ich mag meine Orbe. Er ist leider so litte. Wäre Orbe, würde ich schon das eher in Betracht ziehen. Auf jeden Fall hat er meine Beta und meine Beta ist immer noch, wo ich so sage, aber es überwiegt noch nicht die Monster, die er hat und die ich nicht habe. Also ist okay. Noch bin ich ganz zufrieden. Ich bin eher gespannt, was in der Fünferrolle drin ist. Also in die anderen Rollen, ich denke schon an gar nichts mehr, weil das haben mir die anderen Beschwörungen jetzt so gezeigt. Ne? Vor allen Dingen das auf meinem Main-Account, das hat es mir gezeigt, dass einfach... ja, dass auch bei 8, 4 bis 5er Rollen einfach nichts kommen kann. Und deswegen hoffe ich an nichts und ja, ich glaube, da bin ich auch besser dran, ne? Weil ich einfach nichts hoffe. Okay, die Amazone, die dunkle, super. Also ich freue mich auch immer, wenn so Vierer, so neue Vierer, vor allen Dingen bei meinen Main hoffe ich das immer wieder, neue Vierer. Er wird die hier eh nie bauen. Höchstens für Account-Level. Oh. Oh, ich weiß noch, ich wollte früher immer Theon haben. Und das hat so ewig gedauert, bis ich meinen allerersten Theon hatte. Ne? Das kann man jetzt gar nicht mehr vergleichen. Jetzt gibt es Galagos, wo du jeden Monat mindestens 6 Schriftrollen abräumen kannst, wenn du das taktisch machst. Ja. Es gibt jetzt so viele Chancen für einen LD-Scroll, das ist Wahnsinn. Ah, nochmal die Ex, okay. So. War auch ein Vierergarten hat, dieser Geist, oder? Habe ich das nur so aus dem Augenwinkel gesehen? So. Ne, wir warten ja auf die lila Wolke. Die lila Wolke, die ist geil. Und ich weiß jetzt schon, dass sein Account einfach immer mehr lila kann als meiner. Und deswegen zieht er heute den dunklen Mistkäfer. Oh Mann, ey. Wichtig ist nur, dass er nicht den Lichtlichtkäfer zieht, weil dann wird sich jemand aus meiner Gilde wieder freuen. Ja, du darfst den jetzt ab jetzt im Gildenraid mit. Und das mag er ja gar nicht. Obwohl, die Niki hat er auch mit, das ist auch toll. Na, wir kommen langsam zum Ziel mit 2 Scrolls. Und dann haben wir die erste 4 bis 5er Rolle. Ich, so viel dürfte gar nicht auch mehr drin sein, ne? 90 war. Es war ein bisschen, wir haben gerade so das angefangen. So, ich denke mal so um die 20 werden wir nochmal kommen. Aber wir haben 4, dadurch haben wir 4 bis 5 Sternemonster Rollen. Boah, ist das kompliziert. 4 Rollen, 4 bis 5 Sterne LD Monster. Hm.
Keine Ahnung. Wie heißen die denn überhaupt, die Viererrollen? Das ist mal so, wo ich gerade echt am Überlegen bin. Wie heißen die denn überhaupt? Sag mal, das ist eine LD-Scroll und... heißen die? LD-legendäre Scroll. Legendäre. Eine. Wir haben dann 4 legendäre LD-Scrolls. So. Jetzt wird da ein Schuh draus. Ja, manchmal muss man halt sowas auch überlegen, ne? Wahnsinn. Also, ja, 90 Rollen, ja, doch, es ist enttäuschend. Also, wenn du 90 Rollen aufmachst und es wirklich ein LD bei ist, okay, es ist gut. Es gibt auch Momente, da ist gar keins bei. Aber es ist enttäuschend, wenn es wirklich denn nur eins ist, finde ich. Es ist irgendwie enttäuschend, warum auch immer. Weil ich finde, so in 70 Rollen sollte schon ein LD irgendwo, oder in 50 Rollen sollte eins bei sein. Vor allen Dingen hier, das Spiel kannst du ja eh nicht mit Sky Arena vergleichen, weil Sky Arena war ja wirklich die Hölle, was LDs anbelangt. Aber hier sehe ich das halt doch schon, dass es ein bisschen mehr Input sein könnte. Ja, und das macht das halt auch umso trauriger irgendwie. Weiß nicht. So wirklich super krasse LD-Monster zu haben. Einige haben ja, sind ja da gesegnet mit, andere wieder eher weniger, so wie ich. Wie er, wie alle meine Gott. Obwohl, er hat Raktor, er hat Beta. Eigentlich super, ne? Wenn man so will. Ja, das spielt kein PvP. Na, mal gucken. Vielleicht kriege ich ihn da noch hin. Hinerzogen. So, das dürfte, könnte jetzt die oder die nächste oder die danach, das könnte die letzte sein. Mir ist so, dass 4 da waren. 4 Rollen. Ich bin mir aber auch nicht mehr sicher, ne? Also, ich kann, keine Ahnung, ich merke mir das. Also, so um die 20 habe ich gesagt. Müssten. Oh, eine haben wir noch. Gut. Give me LD5. Oh, ich bin so froh, dass wir wenigstens ein Safe LD5 haben. Ich finde, wenn ich das jetzt hier öffnen würde und es würde keins kommen, wäre ich echt so. Oh, doch noch eins mehr. Da wäre ich, glaube ich, echt irgendwie geknickt. Was hatte er denn gezogen? Warte mal, wir haben ja schon einen LD gezogen. Was war alles denn? Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Which LD haben wir gezogen? Kommt, hilft mir auf die Sprünge. Warum stehe ich denn jetzt so auf dem Schlauch? Ich habe keine Ahnung. Wir haben einen LD gezogen und ich habe keine Ahnung. Ich ziehe einfach so oft LDs, dass ich einfach gar keinen Plan habe. Ja, Monster. Jetzt könnt ihr ja mal kurz sehen, was er hat. Ah, Schan. Oh, ich bin echt nicht drauf gekommen, ne? Also, wie ihr seht, so krasse hat er jetzt auch nicht, außer die 3, die sind natürlich gut. Die ist auch mega nice, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Nicht so gut. Ja, ist jetzt auch nicht gerade die pralle Bürste von... wir beschwören jetzt nicht was weiter. Ich wollte gar nicht so viel ablenken. Aber Schan war es. Ich bin echt gerade... So, wir kriegen eine Safe LD. Wir wünschen uns viel Glück. Ich bin so mal Glück. Mal gucken. Oh, und das gleich beim ersten. You're a
Einen Angriff gebe ich dir direkt zurück. Die haben wir doch gerade gesehen, oder? Okay, wir denken nicht weiter nach. Der wird obtained werden. Je nachdem, wie viel Kristalle er hat. Ich habe keine Ahnung. Das ist krass. Also das finde ich denn so... Ich finde das so schlimm, diese... Diese doppelten LD-Monster. Ich finde das so, ganz im Ernst, da hätte ich lieber gar keins gekriegt. Oh, der ist neu. Und letzter. Ja, kann man mitnehmen, muss man nicht. Er hat genug. Wir öffnen jetzt hier. Wird ein Safe LD5 kommen. Oh, bitte kein Dupe. Bitte kein Dupe. Mein Boomerang schneller als das Licht. Lichtboomerang. Okay. Ja. Sie ist... Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ist okay. Sie ist neu. Wer meckern nicht. Ich hätte sie gerne auf meinem Main-Account. Hätte ich gerne alle vier. Weil ich die da collecten will. Aber so. Wir gehen jetzt hier rein. Wir ändern jetzt sein Schicksal. Und hoffen, dass es kein Dupe wird. Everyone becomes weak before my presence. Ja, nice, Gianna. Ja, super. So wollen wir das. Gianna for the win. Peace. Yay. Yeah. Es ist ein super Monster, kann man nicht sagen. Licht wäre natürlich geiler, aber die wollen wir natürlich erhalten. Super. Hey. Also, Shan, Gianna und Lichtboomerang. Wie heißt sie noch? Berlita? Nee. Bailey? 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 Glaube. Ist ein guter Auge. Hat euch diese Beschwörungsrunde gefallen? Wie laufen eure Beschwörungsrunden ab? Öffnet ihr auch stundenlang? Sammelt ihr überhaupt? Öffnet ihr einzelne? Ich will das mal echt gerne wissen, weil vielleicht habe ich ja mit einer anderen Technik einfach mehr Glück. Wenn nicht, nehme ich jede einzelne Rolle auf, die ich öffnen soll, die ich sofort kriege. Und dann mache ich da so ein Unimog-Langzeit-Video von. Na gut, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr hattet ja auch so viel Spaß wie wir. Lasst uns ein Abo da, wir würden uns so freuen. Einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Bis dann, tschüss.